Kapitel 9, Punkt 5. Die Bedeutung der Sura An-Najm. Manche Leute verwenden die folgenden Verse der Sura An-Najm, um zu beweisen, dass der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, Allah gesehen habe, als er am obersten Horizont war. Hierauf näherte er sich, kam dann nach unten, bis er eine Entfernung von 2 Bogenlängen erreicht hatte, oder noch näher. Und er offenbarte seinem Diener, was er offenbarte. Und dessen Herz hielt es nicht für gelogen, was er sah. Wollt ihr da mit ihm über das streiten, was er sah? Und er sah ihn bei einer anderen Begegnung, beim Lotusbaum, am äußersten Ende. Sura An-Najm, Vers 7 bis 14. Sie behaupten, die Verse bezögen sich auf den Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, und dass er Allah gesehen habe. Als jedoch Masruq, die Frau des Propheten Aisha, über diese Verse befragte, antwortete sie: Ich war die erste Person von dieser Umma, die darüber den Gesandten Allahs gefragt hatte. Und er hat geantwortet: Wahrlich, es war Jibril, möge Allahs Frieden auf ihm sein. Ich habe ihn nie in der Form gesehen, in der er geschaffen wurde, außer zu diesen 2 Gelegenheiten. Ich sah ihn von den Himmeln herabsteigen, und seine Größe füllte alles, was zwischen den Himmeln und der Erde war. Aisha sagte dann: Hast du denn nicht gehört, dass Allah, der Hohe, sagte: Blicke können ihn nicht erreichen, er aber erreicht die Blicke? Und hast du nicht gehört, dass Allah sagt: Und keinem Menschen steht es zu, dass Allah zu ihm sprechen sollte, außer durch Eingebung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten schickt, um durch sein Geheiß zu offenbaren, was er will. Er ist erhaben, allweise. Sura Ash-Shura, Vers 51. Wenn man die Verse der Sura An-Najm im Lichte der eigenen Erläuterung des Propheten betrachtet, so rechtfertigen sie auf keine Weise die falsche Vorstellung, der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, habe Allah gesehen.